In diesem Sinne, hiermit ist angestoßen. Borussia Dortmund jetzt also im zweiten Durchgang von rechts nach links. Auch der Blick auf Santiago Loyal. Auch da müssen wir mal gucken, wie sie die zweite Hälfte angehen. Jetzt eine andere. Das sieht jetzt noch nach Viererkette aus, gegen die Borussia Dortmund spielen darf, spielen muss. Geht da was für Sebastian Allaire? Näher, der ist kein Herankommen. Ordentliche erste Saison gespielt, Salih Özcan. Auch wenn er auch verletzungsbedingt oder fit, glaube ich, aus manchmal auch kniffligen Lagen. Sebaini, ablösefrei gekommen von Borussia Mönchengladbach. War das ein Foulspiel? Erst einmal nein. So, damit die erste Standardsituation für San Diego in Hälfte 2. Meier. Von Julian Duranville. Es sind in Anführungszeichen nur muskuläre Probleme, die ihm im Oberschenkel zu schaffen machen. Also nichts Dramatisches, aber die Diagnose erhalten. Bis vor kurzem noch Teamkamerad. Und also wenn sich eine Mannschaft mit solchen schicksalshaften Nachrichten, die Lücke zu finden mit einer schnellen und präzisen Kombination oder einer Verlagerung. Ben Sebaini. Freistoß. Und jetzt gibt es vorne, dank des Freistoßtreffers von Marco Reus, das erste offensive Zeichen, vielleicht sogar das nächste. Thorgan Hazard zur Ecke. So, und damit haben wir den nächsten Wechsel. Der junge Innenverteidiger Antonios Papadopoulos aus der U23. Jetzt für Niklas Süle am Start. Los, Marcel Lotka und Mariam Kirsch beispielsweise sind mit dabei. Henry Blank. Ole Pohlmann, interessanter Mittelfeldspieler. Zweiten Hälfte musste er zweimal bereits einstecken, weil Dortmund zugeschlagen hat in der 60. und in der 62. jetzt vielleicht sogar zum dritten Mal. Dafür gibt's Elfmeter. Extrem fit. Nochmal einen Schritt gemacht im Vergleich zur vergangenen Rückrunde, wo er sich ja auch schon echt positiv entwickelt hat nach anfänglichen Schwierigkeiten. Gerade wert ist. Üblicherweise verlieren sich etwa 2.500 Zuschauer bei den Heimspielen von Santiago Loyal. Pohlmann. Da hat sich Thomas Meunier da möglicherweise kurz in der Richtung getäuscht. Großer Innenverteidiger. Ursprünglich mal ein Schwabe, ein deutsch-griechischer Schwabe. Der Kindheit gemeinsam, das finde ich irgendwie putzig, schon mit Nico Schlotterbeck gespielt in Weinstadt damals, und dann ging es über unter anderem die Stuttgarter Kickers. Irgendwann mal zu Allaire. Wie kann er sich in dieser Saison behaupten? Die sportlich tragische Figur des 34. Spieltags. Meine ich bereit. Das ist nochmal der Blick auf die eigentlich guten Zahlen von Borussia Dortmund in der letzten Saison, oben eingeblendet als Grafik. Währenddessen nochmals dieser. Hier nochmal die Abseitsposition. Ja, schwer einzuschätzen aus dem Winkel. Auch gedanklich schnell. Über Pohlmann. Da könnte was gehen für Allaire.
Wasser. Und gleich in seinem ersten Spiel für San Diego hier direkt was hätte reißen können. Der vorgestern verpflichtete Neuzugang. Ursprünglich kommt er auf. Blank. Man sagen jetzt nicht üblicher Zeit, 3 Uhr nachts bzw. 2.30 Uhr bei uns auf Sky. Und dann geht's demnächst auch schon wieder zurück in die Heimat. Freistoß in die Mauer gezündet. So, und dieser lange Ball hiermit entschärft und die nächste Großchance, die die Loyal liegen lassen. Zweiten Hälfte hat San Diego wahlweise keine Kraft mehr gehabt oder eben auch durch die das 13-0 in der 60. Marco Reus, sein feiner Treffer. Thomas Meunier und so weiter. Und jetzt gibt's sogar das nächste Tor. Paul Bes- das Ganze in der 89. Minute. Und dementsprechend ist es ein mehr als standesgemäßes Ergebnis zwischen Thorgan Hazard, vielleicht sogar das 7. jetzt noch auf. Bringt diese Ecke. Benze Baini aus dem Gewühl heraus. Mehr hatten. Mats Hummels, Julian Rüyerson, auch Marius Wolf. Immer mal wieder ein wenig an. Und dementsprechend war das 2:0 zur Halbzeit. Also fast noch ein etwas leicht. Schön gefärbt das Resultat. Testspielgegner. Jetzt kommen natürlich noch mal ein paar andere Kaliber in Form von Manchester United und dem FC Chelsea. Abhängig auch natürlich davon, was Herr Dortmund davor findet, dass die Mannschaft sich den letzten Schliff noch holen muss. Das ist offen zutage getreten, aber auch eine uralte Regel im Fußball. Testspiele weitgehend irrelevant. Es zählt ab Runde 1 im Pokal.